Ein der suggestivsten Plätze von Feline ist der Platz der Gefallenen, der das architektonische Zusammenspiel aus der Ortsmitte vertritt. Rund um den Platz stehen alte ein- oder zweistöckige Häuser. Manche haben Satteldächer und andere haben das typische salentinische Flachdach. Das Gemeinsame an allen diesen Häusern, die den Platz der Gefallenen umgeben, sind die kleinen Fenster, die direkt gegen den Platz gerichtet sind. Manche Häuser haben kleine Balkonen im ersten Stock. Sie sind schlicht und haben steinerne Geländer, von denen die meisten im Urzustand gelassen worden sind. Alle die Häuser gehören zu einem einzigen stilistischen und architektonischen Plan, der stark mit den bäuerlichen Traditionen des Salentos verbunden ist.